C'est bien le. Wir machen uns keine Illusionen darüber, dass es militärisch einen leichten Sieg gibt, aber genauso wenig wird der Frieden leicht zu gewinnen sein. Und deshalb haben wir uns heute nicht nur auseinandergesetzt über das, was militärisch notwendig ist, sondern gerade auch, was zur Stabilisierung der Gebiete notwendig ist, die befreit worden sind von den ISIS-Truppen. Es ist leider notwendig, dass die militärische Auseinandersetzung fortgeführt wird. Das ist hier noch einmal von vielen Staaten unterstrichen worden. Einige beteiligen sich an den Luftschlägen, die fortgesetzt werden im Irak, um ISIS dort keinen weiteren Vormarsch zu ermöglichen. Wir unterstützen im Norden des Irak die Peschmerga und die kurdische Regionalregierung mit militärischer Ausrüstung und nach schwierigen Entscheidungen, die wir getroffen haben, mit Waffen. We haven't been asked, and if a request is made, we'll consider it. But Australia is already the second largest contributor to the Building Partner Capacity Initiative after the United States. His plea is to other nations who have not yet provided a military contribution, and I'm quite confident that's the view because we discussed it in our bilateral meeting. Are you interested? Other countries have already implemented, and I'm sure that I think that the focus on the destruction of antiquities and cultural heritage is absolutely appropriate because this is being used not only as a propaganda weapon by Daesh, but it also goes to the very issue of security. And I believe that the Iraqi security forces also have a role in protecting the heritage of that country. So that's part of the huge challenge that is in front of the Iraqi security forces, which is why Australia and other Coalition colleagues are seeking to build the capacity and capability of the Iraqi security forces. Thank you. In one sense, he's not out of action. No, I think he's made. I think I counted 30 couple of days. He's chomping at the bit. Amazing. You know, he had a hip replacement a few years ago.